Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Schminkvideo für dich und zwar haben die liebe Sarah, Isabel und ich uns für dieses Jahr mal zusammengetan und uns überlegt, dass wir euch jeden Monat ein Video geben möchten und zwar unter dem Deckmantel ungeschönt. Das ist jetzt quasi unser Motto, was wir haben möchten, unser Branding und unsere gemeinsame Zusammenarbeit. Das heißt, sie wird auch heute für euch ein Video online stellen. Sobald es online ist, verlinke ich euch das in der Infobox, in der Endcard, im i auch zwischendurch und so, ne? Schaut gerne einfach mal vorbei. Die liebe Sarah Isabel ist nämlich genauso Beauty-verrückt wie ich und es macht einfach unfassbar viel Spaß mit ihr zusammen zu sein, zusammen zu telefonieren, zusammen zu, weiß ich nicht, Kollegen zu sein. Und das finde ich einfach total cool, dass sie da mich gefragt hat, ob ich Bock hätte, mit ihr zusammen da so eine regelmäßige Geschichte zu machen, so ein neues Format auf den Kanälen zu starten. War ich super gerne mit am Start und heute erstmal hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist zuallererst super wichtig. Ich habe hier auch einen Kaffee stehen, ne? Muss sein, denn das Motto des heutigen Videos, habt ihr im Titel schon gesehen, ist: Mach das Beste draus. Und zwar haben wir uns gegenseitig die, ja, ich weiß nicht, Hassprodukte genannt. Ich weiß nicht, wie man das so definieren soll und haben uns dann auch gegenseitig erklärt, warum wir diese Produkte nicht so besonders mögen. Und normalerweise ist es ja so, dass man in seiner Make-up-Sammlung auch die Produkte drin hat, die man eigentlich mag. Das heißt, eigentlich sind die Produkte, die jetzt vor mir stehen, Produkte, die bei mir funktionieren und die ich mag, genauso die Produkte, die ich ihr genannt habe, die mir nicht so gut gefallen und die sie auch in ihrem Mach das Beste draus Video zeigen wird, sind eigentlich auch Produkte, die sie eigentlich mag. Ne? Es ist total spektakulär. Und ich bin echt gespannt, was sie aus meinen Fails von 2021 quasi mit ihrem Gesicht anstellen wird. Also Leute, ich bin total gespannt. Ich werde auch bei ihr, sobald das Video heute Abend online kommt, vorbeischauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das auch machen würdet. Und ja, wow, sowohl Drogerie als auch High-End, ne? Langes Intro, Timestamps, ihr wisst Bescheid. sowohl Drogerie als auch High-End. Deswegen fangen wir sogar mit einem High-End-Produkt an. Ich verlinke euch die ganzen Produkte, die ich verwende, auch unten mal in der Infobox, ne? Dann könnt ihr mal schauen. Sie hat mir genannt den The Professional. Eigentlich wollte sie gerne den normalen. Ich habe leider nur den Hydrate Primer hier und den werde ich mit euch zusammen auftragen. Und während ich den auftrage, wird sie euch natürlich auch erzählen, warum sie den nicht so gerne mag. Alles, was super mattierend ist, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und es gibt einen Primer, den ich zwar auf meiner Nase sehr gerne benutze, zum Füllen meiner Poren, aber in meinem gesamten Gesicht furchtbar finde. Und das ist von Benefit, der Professional Primer. Ich muss gestehen, dass ich auch manchmal das Problem habe bei diesen super porenverfeinernden Geschichten, dass die zu trocken sind. Mein Tipp dabei ist, eine mega krasse Hautpflege drunter zu geben. Da habe ich jetzt gerade von Beauty Mates die Hyaluron Cream Lift als ganz normal Tagescreme mir aufgetragen. Zusammen mit dem, welchen habe ich denn heute? Den Koffein Wake Up Booster, genau, den habe ich verwendet. Sodass mein Gesicht jetzt sich nicht so ganz so furzig anfühlt. Und besser eindrücken, als jetzt so zu wischen. Das ist so mein kleiner Tipp dabei, weil das ist ja auch irgendwie das Ziel der ganzen Geschichte, dass wir einander sagen, wie die Produkte dann überhaupt bei uns auf den Gesichtern funktionieren, denn ich habe genauso wie sie eine relativ trockene Haut. Die Foundation, die ihr so gar nicht gefallen hat, ist The Ordinary Colors, die Serum Foundation, habe ich hier in der Farbe 1.1N und die hat mir eigentlich, als ich die, ich glaube, im Sommer angewendet habe, sehr gut gefallen. Ich schüttel die immer einmal kräftig durch, weil das sind ja, ist ja halt eine Serum Foundation, ne? Und dann verbindet sich das ganze Kram da drin so ein bisschen und dann kommt die gleich auf mein Gesicht. Die ist halt mega flüssig, also ich kann jetzt meine Hand nicht anheben, ne? Und dann nehme ich jetzt erst einen Bufferpinsel, um die so in meinem Gesicht zu verteilen und nachher ein Schwämmchen, um das Ganze einzuarbeiten. Beim Thema Foundation ist es ja sowieso so, dass da mir nur sehr wenig gefällt, weil ich einfach kein Foundation-Mädchen bin. Aber alles, was noch matt ist, ist für mich eine totale Katastrophe. Und es gibt da tatsächlich eine Menge Foundations, die ich nicht mag. Aber ich mag vor allem auch die Ordinary Foundation nicht so gerne, weil es auch einfach auf meiner Haut nicht so gut sitzt.
Ja, die Farbe der Foundation passt bei mir schon sehr, sehr gut, aber ich weiß, was sie meint. Also bei mir ist die auch sehr trocken im Gesicht. Das heißt für mich eher eine Foundation, die ich dann im Sommer trage, wenn mein Gesicht nicht ganz so trocken ist, wie es jetzt ist. Und nicht noch auch noch so einen trockenen Primer drunter geben, weil das ansonsten echt furchtbar aussehen könnte. Ja, mein Tipp ist bei solchen Geschichten, dass ich zuallererst die Foundation tatsächlich aussortieren werde wahrscheinlich. Und zum anderen ist mein Tipp, wenn man sie hat und trotzdem verwenden möchte, dass man einfach einen Tropfen Gesichtsöl zum Beispiel in die Foundation hineingibt, damit das Ganze etwas, ja, leichter auf dem Gesicht wird und etwas, nicht leichter, sondern etwas reichhaltiger eigentlich, genau das Gegenteil, etwas pflegender wird, gerade wenn man so eine trockene Haut hat oder diese Foundation halt eher nur dann verwendet, wenn man halt eine nicht trockene Haut hat. Ich finde sie wirklich schwierig, also da hat sie vollkommen recht. You Primer Foundation Concealer. Als Concealer hat sie mir einen genannt, der auch sehr, sehr trocken werden kann. Und zwar ist es von Revolution, der Conceal and Define in Infinite Long Wear Concealer Crease Proof mit Niacinamid und eine unendliche Coverage habe ich in der Farbe C4. Ich befürchte, dass da jetzt ein bisschen dunkel werden wird. Ja, mal gucken, was sie dazu sagt. Das Ganze klingt jetzt wie eine kaputte Schallplatte, aber auch im Bereich Concealer bevorzuge ich einfach Produkte, die nicht matt sind. Dementsprechend ist alles, was in die Mattrichtung geht, ein absolutes No-Go für mich persönlich. Und da ist vor allem auch von Revolution der Infinite Concealer etwas, wo ich nicht nachgreife, weil es einfach super trocken in meinem Gesicht wird. Ja, mit diesem Concealer muss man auch tatsächlich aufpassen und hier ist weniger mehr. Ihr seht, ich habe ja nur in meinem Augeninnenwinkel hier so ein Dröpskes aufgegeben und hier außen einmal so einen kurzen Strich gemacht und dann mit dem Schwämmchen einfach verblenden und dann funktioniert der auch bei mir. C4 ist übrigens ein Farbton, der bei mir eigentlich ganz gut funktioniert, wie ich jetzt sehe und wie ich mich auch zurückerinnere, weil der ist so rosastichig und das passt bei meiner Haut immer sehr gut, gerade wenn ich auch so ein bisschen Augenschatten habe. Das funktioniert ganz toll. Wir müssen gleich nur gucken, wie das mit dem Creasen aussieht und meine Nase möchte auch noch ein bisschen gehighlightet werden. Ein Lidschattenprimer hat sie mir so nicht aufgegeben, deswegen verwende ich hier den, den ich aktuell in Anwendung habe. Perfectitude von Lurve, da könnt ihr bei Purish auf 15% sparen mit Claudies Welt 15. Ist ein Affiliate-Rabattcode, wenn ihr Bock habt, dort mal ein bisschen stöbern zu gehen. Das ist ein toller Online-Shop, die coole Brands haben, die man so normalerweise nicht unbedingt auf dem deutschen Markt so finden kann. Und ja, genauso wie auch diese Pinsel zum Beispiel von Luna Beauty. Es macht einfach Freude, wenn man sich dort einfach mal umschaut und wenn man dann nochmal 15% sparen kann, ey, das ist doch fein. Wenn man sich so trocken wie die Wüste Gobi fühlt, macht es Sinn, nachdem man diese ganzen cremigen Texturen aufgegeben hat, so ein hydratisierendes Spray drüber zu geben. Das ist so ein kleiner Tipp von mir zwischendurch. Ich verwende aktuell von Glossybox Skincare das Hydrating Mist und das gebe ich mir jetzt einfach drüber. Erfrischt nochmal so ein bisschen, ne? Und riecht auch angenehm. Und ja, arbeite das dann nochmal vorsichtig mit dem Schwämmchen ein. Also nicht doll wischen oder sonst irgendwas, ne? Sondern einfach, damit man quasi eine Hydratisierung in diese furztrockene Base reinbekommt. Ich durfte mir selber ein loses Puder aussuchen, weil ich ja immer ein loses Puder so unter den Augen verwende. Und da habe ich mir jetzt von Rival de Loop Meets Q10 das Under Eye Powder genommen. Und das trage ich mir jetzt einfach mal unter den Augen auf. Keine Sorge, wenn das Ganze jetzt noch ziemlich weiß unter meinen Augen aussieht, das wird jetzt gleich noch verblendet. Und zwar hat sie mir ein Puder genannt, da war ich etwas erstaunt. Und zwar ist es ein Produkt von Essence, das Skin Lovin' Sensitive Mineral Powder. Habe ich hier in der Farbe 01 Translucent. Und dann schauen wir mal, was sie dagegen hat. Bei Puder ist es so, dass für mich persönlich und meine Haut, ich da so eine Eigenart habe, dass eigentlich nur zwei Puder auf meinem Gesicht richtig gut funktionieren. Von allen anderen bekomme ich tatsächlich Ausschlag oder auf jeden Fall Juckreiz, was ganz komisch ist. Und da gehört vor allem auch das Essence Sensitive Puder leider dazu, obwohl ich den Concealer so liebe aus der Reihe. Klar, das Puder nimmt jetzt natürlich noch super viel Leben aus dem Gesicht und lässt mich super matt erscheinen. Aber in Konstellation gefällt mir eigentlich das, was ich so auf dem Gesicht bislang drauf habe. Es funktioniert, ne? Vielleicht ist bei dem Puder einfach weniger mehr, wenn man einfach, ja, Probleme hat, dass es irgendwie nicht ganz so hinhaut. Bei mir funktioniert es jetzt gerade tatsächlich echt gut.
Und bei diesem Produkt hatte sie einfach Glück, dass ich gerade ein bisschen was gekauft habe für ein Full Face Trended Up. Ich kenne das Produkt noch gar nicht und werde es jetzt das erste Mal mit euch verwenden. Und zwar hat sie die Face Lights Palette von Trended Up genannt. Ich werde jetzt nur Contour und Bronzer daraus verwenden, weil den Highlighter, ich weiß nicht, das ist ja kein Highlighter. Hä? Die ist noch zu, oder? Weiß ich nicht. Geht die auf? So, genau. Ja. Schaut so aus, ne? Also das ist für mich kein Highlighter, das ist einfach nur ein Puder. Für mich ist es zu gelbstichig, aber Contour und Bronzer werde ich jetzt auf jeden Fall mal verwenden. Und mal gucken, wie dazu funktioniert hier. Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht so das Konturmädchen. Also ich habe nie wirklich richtig konturiert. Ich glaube, sie sagte irgendwas davon, dass es fleckig werden könnte. Schauen wir mal. Beim Bronzer fällt es mir oft schwer, eine passende Farbe für meinen Hautton zu finden. Aber ein Produkt, was sehr gehypt war, was mir sofort in den Kopf geschossen ist, ist die Trended Up Contouring Palette, die jahrelang sehr gehypt und sehr geliebt war, aber tatsächlich zu mir einfach überhaupt nicht passt und ich arbeite auch tatsächlich nicht so gerne mit ihr. Also das, was ich jetzt zu der Konturfarbe bislang so sagen kann, ist, die lässt sich wo aufbauen, aber man sieht sie halt nur super, 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 super wenig. Ne? Also das ist schon sehr subtil. Ich trage jetzt nochmal den Bronzer drüber auf, weil so will mir das ein bisschen wenig. Da mag ich das Konturpuder definitiv lieber und ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht in Zukunft so einen Mix aus beiden auftragen werde, aber ja, viel davon sieht man nicht, das stimmt wohl. Wenig. Man kann dieses Highlighting-Puder auch sicherlich nehmen, dass wenn man hier so ein bisschen zu tief gegangen ist, hier nochmal unten drunter das setzt, um das auszublenden oder so. Dafür würde ich das jetzt persönlich verwenden, ne? Wenn das schon mal da ist, man ja eh dabei ist, zu bronzen und zu konturieren, wäre das so mein Tipp zu der Palette. Als Blush nannte sie dieses hier von Rival Loves Me. Das Rouge Powder habe ich in der Farbe 01 Tender Rose. Ich finde das eigentlich ganz schön. Ich weiß gar nicht, was das nicht so schön machen soll. Ist sehr subtil und hat Schimmer drin. Aber ich mag Schimmerblushes eigentlich mittlerweile sehr gerne. Es ist einfach so, ich liebe Blush. Und mir fiel dann eigentlich nur von Rival Loves Me die Blush-Reihe ein, die es im Standardsortiment gibt. Denn die ist schon ein bisschen trockener, ein bisschen pudriger und vor allem auch matt. Und ich mag lieber luminöse Blushes. Um halt nicht nur Schimmer auf das Gesicht zu bringen, sondern halt auch diesen Blush-Effekt, bietet es sich hier definitiv an, einen Pinsel zu verwenden, der auch etwas fester ist, etwas mehr Haare hat, also auch mehr Pigment greift, damit man halt auch das Rosa aufs Gesicht bekommt, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass die anderen Farben sich ähnlich verhalten wie auch diese hier. Normalerweise sind die Ofra Highlighter mega geil. Aber sie hat mir gesagt, dass sie den Ofra Highlighter in Kooperation mit Samantha March, diesen Start Inspired, den ich auch als allererstes PR-Produkt von Purish zugeschickt bekommen habe tatsächlich, nicht so gerne mag. Bin ich sehr gespannt. Also ich mag den eigentlich sehr gerne, der ist nur super intensiv. Da muss man halt extrem vorsichtig mit arbeiten. Das heißt ein ganz, 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 ganz fluffel, puffel Pinsel. Und dann gehe ich auch nur ganz vorsichtig einmal durch und trage mir den auf. Das war's. Vorsichtig auftragen, weniger ist mehr. Wenn einem das zu viel ist, einfach nochmal mit dem Schwämmchen, wo noch ein Rest Foundation drauf ist, ne, so ein bisschen drüber gehen. Aber was ich echt krass finde, dass hier so meine bunte Base-Geschichte sich immer mehr von alleine verabschiedet. Das ist echt Wahnsinn. Also krass. Nicht haltbar, nein. Weil ich weiß, was mich nachher auf den Lippen erwarten wird, werde ich mir ein Serum oder ein Lippenöl aufgeben. Das ist das Lip Protecting Serum von Catrice Clean ID. Denn immer bevor ich Liquid Lipstick oder sowas auftrage, eigentlich jedes Mal beim Schminken, verwende ich das. Damit die Lippen halt wirklich so gepflegt werden, vorbereitet werden, ne? Finde ich extrem wichtig. Und deswegen gebe ich mir das jetzt auch einfach mal als Zwischenschritt so ein bisschen auf. Augenbrauen, ja, da hat sie mir etwas genannt. Den habe ich, ich glaube, einmal verwendet bislang. Von Essence den Brow Wax Pen. Waterproof und Shea Butter ist hier mit drin. Und ihr Problem, ja, wird sie uns gleich schildern. Vor allem diese ganzen Dicken, hat sie gesagt, findet sie nicht so gut. Und den probiere ich doch mal aus. Da finde ich diese dicken Augenbrauenstifte ganz, ganz
furchtbar, weil ich am allerliebsten mit diesen Slim Eyebrow Pencils arbeite und sobald es so dick wird und unpräzise ist, ist es einfach überhaupt gar nicht mehr mein Ding. Trotz vorsichtigem Auftragen sieht das Ganze farblich exorbitant furchtbar aus. Ja, mag ich gar nicht leiden. Das ist kein Augenbrauenstift, der jetzt noch länger bei mir bleiben wird. Also, ja, offensichtlich habe ich dann doch die ein oder andere Karteileiche bei mir rumfliegen. Zumal das auch meine Augenbrauenhärchen ziemlich verklebt und ich da auch gerade nicht so meine allergrößte Freude dran habe, das drauf zu machen. Wow, es sieht auch wirklich gruselig aus, kann man nicht anders sagen. Vor allem weil ich jetzt auch noch ein Produkt verwenden darf, was, ja, ich habe jetzt ja eigentlich einen Augenbrauenwachs in meinen Augenbrauen drin und darf jetzt noch on top das Lumination Style Brow Fix Gel aufgeben, was ich eigentlich liebe, aber ich weiß, dass es jetzt nicht aussehen wird, ne? Egal. Ich mache es jetzt einfach nochmal drüber. Ich mag das richtig gerne und es hat es aber leider nicht in die Favoriten von Sarah Isabel geschafft. Und beim Augenbrauengel ist es so, dass ich viele getestet habe, die ich schlecht finde in der Vergangenheit, das weiß ich. Aber direkt im Kopf dachte ich, nehme ich etwas, was noch relativ aktuell ist, was für mich leider überhaupt nicht funktioniert, obwohl ich weiß, dass es ein beliebtes Produkt ist. Und zwar das Essence Augenbrauengel in Kooperation mit Merve zusammen. Ich finde das Augenbrauengel ehrlich gesagt mega geil. Man muss es halt nur vorsichtig anwenden. Wie ihr seht, ich setze immer unten an. Und ziehe dann immer so hoch, da gehe ich dann erst einmal von vorne nach hinten durch und dann wieder von hinten nach vorne, damit ich alle Haare halt so aufgestellt habe. Und dann gehe ich hier vorne hin und lege das, was mir zu hoch steht, einfach ein bisschen hin, um meiner Augenbraue halt noch wieder so eine entspanntere Form zu geben. Problem, man kann hier nicht super viel wieder korrigieren, also ne, jetzt kann ich nichts mehr dran korrigieren, so wie die Augenbrauen bleiben müssen. Ansonsten wird das Ganze furchtbar aussehen und es erfordert halt ein bisschen Übung und ja, wenn man es dann aber ein paar Mal gemacht hat, dann funktioniert das. Ich finde aber trotzdem, meine Augenbrauen sehen furchtbar aus wegen diesem Augenbrauengel. Wow. Also Augenbrauen wachsen nicht wegen dem Augenbrauengel. Das Augenbrauengel finde ich total geil, aber wow. Wir müssen jetzt aber mit diesen babykotzenfarbenen Augenbrauen leben, denn es geht jetzt weiter mit der Lidschattenpalette. Und da hat sie sich rausgesucht, irgendeine von Pixi by Petra. Da habe ich jetzt hier die Eye Effects Rosette Ray Palette. Die möchte ich gerne auch mit euch zusammen ausprobieren. Ich glaube, die haben wir aber schon mal in einem Schminki zusammen getestet. Eine etwas zurückhaltende Palette. Und während ich mich schminke, wird euch die liebe Sarah Isabel sagen, was ihr an dieser Palette nicht ganz so gut gefällt. Mir sind direkt die letzten Slim-Paletten von Catrice eingefallen, die Peach und die Lavender-Palette. Da haben wir aber festgestellt, du hast die aussortiert, weil du sie ebenfalls schrecklich findest. Und deswegen habe ich mich für dieses Video entschieden, etwas von Pixi auszusuchen. Denn Pixi macht Lidschatten, die ganz okay sind, aber mir einfach oft zu langweilig. Ja, das stimmt. Viel mehr Basic geht ja wohl kaum. Das Ding ist aber, dass ich das halt für einen Alltagslook sehr schön finde. Kriegt man solche Farben in der Drogerie? Safe, klar. Solche Paletten kriegst du zuhauf in der Drogerie. Aber ich hatte sie jetzt im Adventskalender mit drin und werde sie auch weiter verwenden. Und ich finde vor allem die Schimmertöne hier sehr, sehr schön. Und die Palette ist halt auch etwas zurückhaltender. Man kann damit keine aufregenden oder spannenden Looks schminken. Und das für den Preis ist eigentlich nicht gerechtfertigt, muss ich wirklich gestehen. Aber einem geschenkten Gaul guckst du nicht ins Maul, deswegen fand ich die eigentlich ganz gut. Wird sie aber nicht nachkaufen, auf gar keinen Fall. Wir dürfen fixieren und da habe ich etwas, wo wir auch unten schön groben Glitzer drin haben. Das ist etwas, was sie nicht so sehr mag. Shake Fix Glow Spray von Catrice Hydrating und Cactus Flower und Ananas. Also meine Herren, was da alle drin ist, ne? Wenn man das schüttelt, dann sieht man, Ich mag einfach nicht, wenn Fixing Sprays diese Flecken ins Gesicht machen, dass man aussieht, als wenn man irgendwie durch die Waschanlage gelaufen ist. Das finde ich ganz schlimm. Also ein Fixing Spray, was große Flatscher ins Gesicht macht, bitte einmal. Er springt dann auch tatsächlich an und deswegen nehme ich mir gerne nochmal das Schwämmchen und gehe vorsichtig nochmal über mein Gesicht drüber. A, um das Ganze zu verteilen und B,
um den Glitzer zu verteilen, also auch um das Ganze zu verteilen. Genau, A um zu verteilen, B um zu verteilen, macht auf jeden Fall Sinn. Das Alphabet hat sie von A bis B auf jeden Fall drauf. Eyeliner möchte ich gerne ebenfalls auftragen. Catrice Microtip Graphic Eyeliner ausgesucht. Sie hätte gerne einen anderen von mir gesehen, den habe ich aber schon in meiner aufgebrauchten Kosmetik-Jahresgedönsen drin gehabt. Dementsprechend war der leer. Vor allem diese langen, labberigen Spitzen waren ihr wichtig, dass die hier mit dabei sind. Und er hat eine lange, labberige Spitze. Dann sind wir auch schon beim Thema Eyeliner angekommen. Und meinen Hass-Eyeliner hast du in deinem Aufgebrauch-Video gehabt. Darüber haben wir gesprochen. Leider kann er nicht mit ins Video. Es ist der Tiny Tip Liner von Essence. Aber ich mag auch den Microtip Graphic Eyeliner von Catrice tatsächlich nicht so gerne, weil das mir einfach nicht schwarz genug ist und vor allem mir die immer eingetrocknet sind. Ich habe jetzt ganz, ganz bewusst hiermit super vorsichtig gemalt und man sieht auch, dass ich eine sehr feine Linie gezeichnet habe. Hier ist es mir auch tatsächlich passiert, dass ich ein bisschen ausgerutscht bin, eben mit diesem, ne, labberigen Pinselvieh. Da hat Sarah Isabel auf jeden Fall recht. Man kann damit aber fein malen, wenn man das wirklich so Punkt für Punkt macht. Ich mache das oft bei meinen Eyelinern, dass ich ganz langsam und vorsichtig das mache und nicht so ansetze und in einem Strich durchziehe. Da bin ich zu untalentiert für und dafür habe ich zu viel Schlupflidgedönsen und so und Falten und labbrige Haut. Aber so funktioniert es eigentlich ganz gut. Man kann damit bestimmt auch einen ausdrucksstärkeren Wing ziehen. Ich fand das jetzt eigentlich angebracht, weil ich jetzt auch ein relativ zurückhaltendes Augen-Make-up habe. Die Lippen sind nachher betont und die Augen sind zurückhaltend. Ne? Ja, aber so gefällt mir das eigentlich. Aber ich weiß auf jeden Fall, was ihr Kritikpunkt ist. Das habe ich verstanden. Und er ist nicht so super tief schwarz. Er ist eher so dunkelgrau, anthrazit und matt. Auch das ist nochmal so eine Sache, die ich persönlich eigentlich nicht so geil bei Eyelinern finde. Aber er ist nur da. Ich finde ihn okay. Ist solide. Mascara ist immer so ein Ding für sich. Da scheiden sich die Geister. Also unglaublich, ne? Sie hat die, also im Prinzip hat sie eine Mascara genannt oder hat gesagt, so Kunstfaserbürstchen, Tannenbaum für mich. Da habe ich hier von Estee Lauder die Extreme Black Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara und die hatte ich ihr gezeigt und dann sagte sie auch, ja, ja, die, genau die. Und genau, da kann ich euch auch einmal das Bürstchen zeigen. Es ist riesig, es ist tannenbaumförmig. Da geht die Party ab und ja, ne? Riecht nach einer Estee Lauder Mascara. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht, dritte Schicht, ganz ehrlich, ich finde die Mascara wundervoll. Die trennt die Wimpern schön, die gibt Volumen, die macht auch einen schönen Schwung rein. Es ist für mich persönlich eher eine Alltagsmascara, weil die die Wimpern nicht so sehr verdichtet. Also sie macht schon Schwung, Volumen und Länge, aber nicht so diese mega Dichtigkeit. Ihr seht das jetzt auch, ne? Es ist echt heftig und es sind drei Schichten. Und ich finde, man sieht nicht unbedingt, dass es drei Schichten sind. Mir hätte sie in der ersten Schicht oder auch in der zweiten Schicht schon sehr gefallen, aber die dritte Schicht hat dem Ganzen nochmal so ein bisschen das Krönchen aufgesetzt. Mir gefällt das auch passend zum Look. Also ich mag die Mascara. Für mich persönlich wäre das jetzt eigentlich so, geiler Look, ist Alltagslook, mache ich Lipgloss drauf, fertig ist die Laube. Sarah Isabel hat sich aber überlegt, nö. Für die Lippen eine kleine Zusammenfassung der drei Produktkategorien, die ich jetzt einfach mal zusammenschmeiße. Und zwar einmal in Bezug auf Lipliner hasse ich Holzanspitz-Lipliner tatsächlich, weil ich einfach das super nervig finde. Man kann sie zwar auch immer gut aufbrauchen, aber ich habe das auch mit guten Spitzern manchmal, wenn der Stift einfach schlecht ist, dass dann so Holzsplitter da sind und so. Und das mag ich einfach nicht an den Lippen, ist mir das so, nee, mag ich nicht. Oft sind die auch zu hart, das gefällt mir einfach nicht gut. Dann beim Thema Lippenstift ist es einfach, dass man an mir ein klassisches, helles Weihnachtsrot niemals sehen würde. Das ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Bei mir muss Rot immer dunkel sein. Und was ich auch nicht leiden kann für Lipgloss, was ich möchte, was du dann noch schichtest, ist von Catrice diese Plumping Lipglosse. Du weißt ja, welchen ich ausgesucht habe. Und ich mag einfach nicht, weil alles mit Minze auf meinen Lippen ist ein No-Go. Es tut mir einfach weh auf meinen Lippen und es brennt. Und deswegen darfst du das heute machen.
Wenn man das tatsächlich über so einem deckenden Vieh aufgegeben hat, kann ich euch nur empfehlen, dieses Füßchen an einem separaten Tuch oder am Handtuch oder sonst irgendwo sauber zu machen. Denn man sieht es zwar nicht, aber wenn du damit reingehst, also auch bei klarem Lipgloss oder so, ne, dann wird dir das Produkt da drin irgendwann schlecht werden und das wird dann nicht mehr so schön sein. Deswegen einfach am besten das Füßchen so ein bisschen sauber machen. Es gibt ja auch so Kosmetiktücher, die habe ich jetzt gerade hier nicht am Tisch stehen. Ich habe jetzt hier einfach so ein Handtuch liegen, ne? Und dann das saubere Füßchen, halbwegs saubere Füßchen hier wieder reinmachen. Ja, ich merke definitiv, dass es gerade auch wirklich anfängt zu arbeiten. Gerade wenn ich rede, ist es halt super intensiv, ne? Weil dadurch habe ich dann ja auch einen Luftfluss aus meinem Mund heraus, sodass dann ja auch quasi, dieses Menthol und Ingwergedönsen arbeiten kann. Ich mag das aber ganz gerne leiden. Ist tatsächlich so. Und das ist aber auch eine persönliche Präferenz. Also je nachdem, wie man das gerne auf den Lippen mag. Wie gesagt, für mich ist es vollkommen in Ordnung. Ich mag das auch vom Look her. Ist jetzt leider nur nicht mehr so haltbar mit diesem Vieh wie nur mit dem Liquid Lipstick. Egal. Und ja, das wäre jetzt hier mein fertiger Look, liebe Sarah Isabel. Also ich finde, dass ich sehr zurückhaltend heute geschminkt bin. Sehr zurückhaltend. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Normalerweise bin ich etwas bunter unterwegs. Ich kann ja mal meine Haare aufmachen, dann sieht das vielleicht alles ein bisschen anders aus. Irgendwie, dadurch, dass ich ein weißes Kleid heute anhabe, hat sich meine Kamera überlegt, das Ganze hier auch ein bisschen in eine andere Helligkeit zu bringen. Mal gucken, ob meine Haare das jetzt so ein bisschen wieder... Ja, genau, jetzt rahmen die das Gesicht nämlich wieder ein bisschen besser ein. Und mir gefällt's. Ich kann gar nicht irgendwie was Schlechtes drüber sagen, ne? Natürlich ist es jetzt sehr dezent vom Augenlook her. Die Augenbrauen lässt sich drüber streiten, tatsächlich, ne? Von der Base her bin ich ein bisschen enttäuscht, weil Contour Bronzer Blush hat sich abgetragen. Also das ist quasi nicht mehr existent. Das sieht jetzt einfach aus wie ganz natürliche Haut, aber da ist nicht mehr viel von irgendwas da. Ich persönlich finde die Foundation nicht gut. Ne, sehe ich hier am Kinn, ne? Da sieht das nicht ganz so fein aus. Das ist sehr, sehr pudrig, sehr trocken. Ja, der Concealer betont jetzt nicht unbedingt viel mehr die Fältchen, als ein anderer Concealer das tun würde. Der wird auch behalten, den finde ich eigentlich auch ganz soweit okay. Mascara ist toll, Highlighter gefällt mir richtig gut, Puder ist okay, Lippenkombi lässt sich drüber streiten, ne? Also wie gesagt, ich hätte jetzt irgendwie einfach nur den Liquid Lipstick oder nur den Lip Plumper genommen. Ja, ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Also da hat Sarah Isabel eigentlich was ganz Cooles ausgesucht für mich, denn ich fühle mich so wohl und kann so aus dem Haus gehen, bin da ganz glücklich drüber. Ich hoffe, also Sarah Isabel ist ja sehr talentiert, ne? Ich hoffe, dass sie aus meinen ausgesuchten Produkten auch das Beste rausgeholt hat. Mal gucken, wie das aussieht. Ich bin echt gespannt, Leute. Lass uns da heute mal zusammen, wie gesagt, schauen. Und das war es jetzt auch hier von mir und meinem ungeschönten Video. Jedenfalls der erste Teil davon. Es folgen ja natürlich jetzt monatlich weitere Teile für den Februar. Haben wir uns auch schon ein richtig cooles Motto ausgesucht. Seid auf jeden Fall gespannt und abonniert sehr gerne unsere Kanäle, falls ihr Bock habt. Ansonsten hoffe ich, dass dir mein Video hier gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkvideos. Hier unten verlinke ich dir meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite findest du den Kanal von der lieben Sarah Isabel. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!